Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Was gibt es in der Drogerie, was ihr vielleicht noch nicht kennt, beziehungsweise Produkte, die ich neulich erst wirklich nur per Zufall entdeckt habe? Und ich dachte mir, wir nutzen die Chance, machen aus diesen Produkten den nächsten viralen Hit. Vorletzte Woche war es Latte Make-up, jetzt war es Strawberry Make-up, jetzt ist wieder Espresso dran. Was ist nächste Woche? Ananas? Ich weiß es nicht. Dafür habe ich hier ein paar schöne Produkte mit dabei, die ich euch gerne zeigen würde. Und ich hoffe, es geht euch gut. Und ich hoffe, ihr seid gut in die Woche gestartet. Let's go! Zuallererst ein dickes Sorry für Montag, glaube ich, war das Video. Da war irgendwas ganz, ganz komisch mit dem Licht. Ich habe eine neue Lampe da hinten, die den Hintergrund bestrahlt. Eigentlich sollte sie mich bestrahlen. Diese Lampe ist aber heller als die Sonne in Brandenburg und deswegen heißt es für mich, sie kann nicht in mein Gesicht, sondern sie kann nur gegen die Wand. Und da wir fast die gleiche Farbe haben, dachte ich mir, macht das keinen Unterschied. Freunde, ich hoffe, es geht euch gut. Ich habe hier wirklich ein paar Produkte. Ich glaube, das ein oder andere kennt ihr bestimmt noch nicht, denn wir haben wirklich, wirklich coole, spektakuläre Sachen. Und ich will auch direkt mit dem ersten anfangen. Ich habe es eben schon mal aufgetragen und ich blende euch hier meine Aufnahme ein. Ich habe das per Zufall gefunden. Ich bin neulich durch die Drogerie gegangen, habe nach meiner Kollektion geschaut. Apropos, sie wird immer wieder aufgefüllt, solange noch was da ist. Also diese Woche sollte auf jeden Fall nochmal was nachkommen. Und ich war dann an der Rival Loves Me Theke und wirklich am untersten Ende, ganz unten rechts, habe ich das hier entdeckt. Eine Color Correction Palette. Und ich weiß, das war mal vor einer Weile so ein Trend, aber ich benutze ja eigentlich immer das von Charlotte Tilbury. Das hier. Liebe ich. Ist, glaube ich, mittlerweile mein viertes. Ist auch schon wieder leer. Ich habe auch schon wieder das neue gekauft. Hätte ich mal gewartet. Denn das hier ist ziemlich, ziemlich gut. Ihr habt vier verschiedene Farben. Einmal grün, einen pinken, einen orangenen, so ein bisschen peachig, Aprikot und so ein Highlighter-Ton. Den habe ich tatsächlich so auch noch nicht benutzt. Den können wir aber gleich benutzen. Der ist sehr reflektierend. Und dieser peachige Ton ist perfekt, um Augenschatten auszukorrigieren. Und funktioniert sehr, 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 sehr gut. Ich nehme jetzt nochmal eine zweite Schicht. Ihr wisst ja, ich starte ja die meisten Videos immer schon mit Color Corrector. Einfach, dass der richtig schön warm werden kann. Aber wenn ihr euch das Vorher-Nachher-Ergebnis angeschaut habt, dann seid ihr schock, oder? Ich bin selber schock. Das Ding kostet 1,99. Sehr, 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 sehr gut. Hält auch wirklich den ganzen Tag über sehr, sehr gut. Und wir haben sogar einen grünen Ton. Der ist nicht so mein Favorit, aber der ist für sehr helle Häute sehr, sehr funktional. Ihr seht ja hier, ich hatte hier letzte Woche Besuch. Mittlerweile ist er gut zurückgegangen. Aber ich kann damit so ein paar Rötungen kaschieren. Das hat jetzt nicht so viel Deckkraft. Es gibt wirklich nur so einen Hauch an Farbkorrektur und funktioniert sehr, sehr gut. Ich probiere gleich natürlich im Make-up auch nochmal diesen Highlighter-Ton, aber für 1,99 eine großartige Alternative zu diesem Produkt hier. Das werde ich natürlich immer weiter benutzen. Das ist mittlerweile schon wirklich durch. Ein Favorit. Farblich kommt es dem schon sehr nah. Ich habe hier die 2. Ich gehe immer erst mit der 2 und dann mit der 1 nochmal hier ins Augeninnenwinkel, um es so ein bisschen zu highlighten. Funktioniert gut. Wollte ich euch aber zeigen, weil ich das wirklich noch nie gesehen habe und niemand von euch Mäusen hat mir gesagt, dass es dieses Produkt gibt. Ne? Also da war ich schon sehr überrascht und habe mich sehr gefreut darüber. Also als kleine Empfehlung für euch, probiert das gerne mal aus. Super, super günstig und für jemanden, der gerade vielleicht anfängt mit Color Correction oder einfach mal schauen möchte, funktioniert es vielleicht für dich oder für euch, ist das eine gute Startmaus. Apropos guter Start, wir starten ganz kurz. Ich freue mich, dass ich es euch endlich zeigen darf. Ich habe es nämlich jetzt seit, glaube ich, 2 Monaten schon hier und auch regelmäßig in Benutzung. Und ich freue mich, dass ich in diesem Video auch wieder mit Asam Beauty zusammenarbeiten darf. Ihr wisst, Asam Beauty ist eine ganz, ganz wichtige Marke für mich, weil sie mir geholfen hat, mich mit verschiedenen Produktwirkstoffen und Produktreihen auseinanderzusetzen. Asam hat eine Vielzahl an verschiedenen Produktlinien, sei es die Aqua Intense, die Vitamin C, die Retinol, die Vino Gold, die Resveratrol-Reihe. Sehr, 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 sehr gute Reihe, zeige ich hier viel zu selten. Und jetzt gibt es aber eine neue und ich glaube, dass es für viele ganz, ganz spannend sein kann. Asam hat nämlich die Beauty Naturals Reihe rausgebracht und die kommt in einem wunderschönen Waldgrün. Die Beauty Naturals Reihe ist zertifizierte Naturkosmetik. Und das ist extrem gut. Ich lese euch einmal ganz kurz vor, was Asam über die Produkte sagt, weil ich die Produkte natürlich nicht gemacht habe. Die Inhaltsstoffe sind zu 98%
oder mehr natürlichen Ursprungs, 100% vegan und tierversuchsfrei, mit upcycelten, hochwirksamen Mikroalgen, regeneriert, strafft und restrukturiert die Haut, nachgewiesen wirksam klinische Messungen und Anwenderstudien und schenkt der Haut Elastizität und Leuchtkraft. Und ich glaube, ihr seht, ich habe es nämlich gerade einmal auf meine frisch gereinigte Haut aufgetragen. Vor allen Dingen die Kombination aus Serum und Fluid, 24-Stunden-Fluid, sehr, 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 sehr gut. Wenn ihr also auf der Suche seid nach einer sehr zarten Pflege, die nicht zu aggressiv mit eurer Haut umgeht. Ne? Ich weiß, ich erzähle euch ja immer, dass ich jeden Tag neu entscheide, wie ich meine Skincare-Routine mache. Manchmal brauche ich abends ein bisschen weniger. Manchmal habe ich einfach einen anstrengenden Tag hinter mir und will dann nicht noch mit Retinol und Vitamin C hinterherwerfen. Sehr, 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 sehr gute Reihe, weil sie ganz, ganz mild zur Haut ist. Du aber trotzdem so ein schönes, gepflegtes Gefühl hast und zertifiziert Naturkosmetik und halt nicht trashig wie das, was wir sonst von Naturkosmetik kennen, sondern Asam Beauty Standard. Asam Beauty Standard ist immer sehr, 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 sehr hoch. Ist ein deutsches Familienunternehmen hier aus Deutschland mit der Produktion auch in Deutschland. Und das, finde ich, ist definitiv unterstützenswert. Was ich euch noch definitiv empfehlen kann, ist die Reinigungsmilch. Wenn ihr bei der Reinigung sehr empfindlich vielleicht an den Augen seid, ne? Es gibt ja diese Reinigungsmittel, die super, super anstrengend an den Augen sind. Es brennt, es juckt, es zieht, ist die Reinigungsmilch. Genial. Eine sehr, sehr milde Reinigungsmilch, die ihr gut aufemulgieren könnt mit Wasser. Es nimmt das Make-up gut runter. Ihr habt wie so ein Double Cleansing dann, ne? Halt nur mit Reinigungsmilch und hält die Haut auch so ein bisschen im Gleichgewicht. Also es strippt nicht so. Ich sage das immer wieder, wenn die Haut sich nach der Reinigung sauber anfühlt, so dieses spannende Gefühl, war es zu viel, war es definitiv die falsche Reinigung. Und das gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Also große, große Empfehlung. Ihr könnt mit meinem Rabattcode natürlich nicht nur auf die Beauty Naturals Reihe sparen, sondern auch auf alle Produkte. Die wollte ich euch aber noch einmal zeigen. Ansonsten wirklich große Empfehlung, vielleicht auch jetzt Richtung, vielleicht wenn ihr ein Geschenk sucht, entweder auch für jüngere Mäuse, finde ich die Reinigung sehr gut, weil sie nicht so aggressiv ist. Ne? Wenn ihr vielleicht eine Nichte habt oder so, die jetzt so langsam ins Alter kommt, sich für Pflege zu interessieren, könnten die Produkte genau das Richtige sein, weil sie halt nicht so aggressiv sind. Eine 15-Jährige, 16-, 17-Jährige braucht keine Retinol- und Resveratrol-Reihe oder aggressive Produkte. Die ist sehr, sehr mild formuliert, super angenehm auf der Haut und funktioniert, glaube ich, für alle. Also schaut gerne einmal bei Asam Beauty vorbei, denkt an meinen Rabattcode, probiert die Reihe mal aus. Ihr könnt natürlich die Produkte testen und euch so ein bisschen durch die Webseite klicken und wir hüpfen weiter direkt zum nächsten Produkt. Bleiben wir gleich bei Naturkosmetik. Ihr kennt mich vor allen Dingen bei Naturkosmetik, was Make-up angeht. Naturkosmetik Pflege ist nochmal ein bisschen was anderes. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen, weil viele Ersatzstoffe drin sind im Make-up. Aber Sante. Sante hatte ich vor einer Weile mal getestet und habe sie zufälligerweise gefunden. Es gibt natürlich verschiedene Theken. Ich erkläre euch wieder so ein kleines Behind the Scenes. Ne? Die Drogerie hat verschiedene Filialen. Manche Filialen sind größer, manche Filialen sind kleiner. Und je nachdem sind natürlich auch die Größen der Make-up-Theken unterschiedlich. Es gibt 2 Meter Theken, es gibt 50 Zentimeter Theken und Sante hat in einigen Filialen auch Theken. Sante ist Naturkosmetik, ich glaube auch hier aus Deutschland, ja, made in Germany, aus Salzhemmendorf. Warum immer Salzhemmendorf ist. Und die Radiant Care Foundation hat mir damals sehr, 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 sehr gut gefallen. Ihr braucht nicht viel. Was ich für mich mittlerweile sehr, sehr gerne mache, ist eine dünne Schicht auftragen. Ich habe mittlerweile eine sehr, sehr gute Haut wieder bekommen. Ich benutze, werde ich immer wieder gefragt, Crash Cosmetics von Luisa Crashen, der neue Foundation Brush. Eine phänomenale Foundation. Ich trage mir jetzt wirklich mal nur die kleinste Menge auf, denn das ist eine ölbasierte Foundation und du brauchst nicht zu viel. Ganz, ganz wichtig, achtet bitte bei eurer Pflege auch darauf, dass ihr nicht unbedingt ein Hyaluronserum drunter habt, sonst zersetzt sich das alles. Aber ihr seht es, die Foundation schmilzt richtig auf die Haut und hat aber eine gute Deckkraft dabei. Das war so ein bisschen meine Angst, dass sie vielleicht zu rutschig ist, zu schmierig ist, aber sie fixiert sich. Also sie braucht einen Moment und da gebe ich euch den Tipp, man muss manchmal ein bisschen darauf achten, schwierig zu sagen. Wenn ich ein Produkt haben möchte, beispielsweise diese Foundation, dann muss ich mich so ein bisschen mit dem Produkt auseinandersetzen. Ich sehe das ganz, ganz oft, wenn ich lese mir liebend gerne Reviews auf Webseiten durch, obwohl ich nie selber welche schreibe und ich auch nicht so viel Wert auf Reviews im Internet gebe, weil sie so ein bisschen irreführend manchmal sein können, weil Make-up vor allen Dingen sehr persönlich ist. Ne?
du magst Glow, ich mag keinen Glow, dann ist das Produkt für uns beide schon andere Bewertung. Aber wenn ich eine Foundation kaufe, Naturkosmetik auf Ölbasis, dann kann ich von dieser Foundation nicht erwarten, dass sie mich mattiert. Das muss ich wissen. Und du musst dich so ein bisschen mit den Produkten auseinandersetzen. Deswegen gebe ich euch wirklich den gut gemeinten Tipp, setzt euch mit euren Produkten auseinander. Ich überlege, vielleicht habt ihr darauf Lust, ich habe für eine kleine Liste gemacht mit Videoideen, die ich gerne umsetzen möchte die nächsten Tage. Ein 5-Minuten-Make-up. Ich weiß, ihr habt alle keine Zeit, morgens euch hier groß eine 20-Stunden-Make-up-Routine zu machen. Habt ihr Lust auf eine 5-Minuten-Make-up-Routine mit ein paar Produkten, die gut sind, die immer gut funktionieren, wo man sich halt nicht so viele Gedanken machen muss, dann mache ich das liebend gerne für euch. Diese Foundation, ich hole euch gleich ganz nah ran, ist top. Wenn ihr eine sehr trockene Haut habt, eine normale Haut habt und wenn ihr nicht unbedingt den Anspruch habt, dass die Foundation irgendwie super mattierend ist, sondern ihr wollt einfach so einen leichten Touch an Farbe haben und das ist die beste Oil-Based Foundation, die ich kenne. Für viele ist es wichtig, dass die Foundation gute Öle mit drin hat. Hat sie hier auf jeden Fall mit drin. Ich erinnere mich an die Green Me Foundation. Katastrophe vor dem Herrn. Ganz, ganz furchtbar. Geniales Produkt. Meine Aufgabe ist es natürlich, euch auch so ein bisschen verschiedene Produkte zu zeigen. Ich probiere mich gerade so ein bisschen neu zu erfinden, weil ich mittlerweile an dem Punkt bin, dass ich nicht mehr so genau weiß, was möchte ich jetzt eigentlich mit meinem Content machen. Ich liebe Make-up, aber ich möchte, welcher Ansprechpartner möchte ich für euch sein? Ich schaff's nicht mehr, jeden Tag die neuesten Limited Editions rauszubringen und ich finde auch, dass es vielleicht gar nicht mehr so relevant ist heutzutage, aber ich möchte mehr Produkte zeigen und jedem und jeder die Möglichkeit geben zu schauen, könnte das was für mich sein und so eine erweiterte Kaufentscheidung sein. Ich will nicht sagen, okay, ihr braucht das, ihr braucht das, ihr braucht das. Sehr, 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 sehr schöne Foundation, super, super zart und korrigiert auch gut. Ne? Also hier sieht man gut, dass ich so ein paar Unebenheiten habe, aber sie gleicht natürlich super schön aus. Ich mache mal schnell hier ein bisschen weiter, dass wir hier nicht eine Stunde lang über die Foundation reden. Ich trage übrigens die Farbe 4. Ich habe vorhin was probiert, weil ich überlegt habe, vielleicht kann man das ja auch so ein bisschen mischen mit einer Tagescreme. Hat nicht funktioniert. Da ist sie sofort oxidiert. Wundervolles Ergebnis. Super schön, super frisch. Ich will es jetzt noch nicht fixieren, denn ich wollte mit euch erstmal die Augen machen. Und zwar nicht mit einem Puder, sondern mit Cremesticks. Geht schon so ein bisschen Richtung 5 Minuten Make-up. Ich habe hier zwei Cremesticks. Einmal von Art Deco und von Catrice, die Aloe Vera Sticks. Geht jetzt gar nicht primär um die Produkte selbst, sondern wirklich um die Formulierung und die Art der Produkte. Cream Sticks findet ihr in der Drogerie oder Lidschatten Sticks in der Drogerie wie Sand am Meer. Und ich finde, dass sie ein bisschen wenig Aufmerksamkeit bekommen, auch von mir, weil ich da immer sehr, 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 sehr skeptisch war. Weil es einfach so ein Produkt ist, wo ich sage, kann schnell in die Hose gehen, aber nicht damit. Wir starten als erstes mit dem fluffigen Pinsel, gehen in meine Lidschattenpalette. Ich nehme hier so ein bisschen beide Töne, klopf gut ab, ganz wichtig, weil ich es bei ein paar Leuten gesehen habe. Das ist kein Lidschatten, ihr süßen Mäuse. Das ist die Grundlage für diesen Ton. Den einzeln funktioniert, aber nicht so wie ein anderer Lidschatten soll, wie die beispielsweise. Das ist ein Lidschatten, den ihr zusammen mischen könnt. Ne? Ganz, ganz wichtig, weil ich das gesehen habe. Ein bisschen in die Lidfalte mit rein, dass ich gleich schon mal so eine gute Vorgabe habe und da ich jetzt die Foundation noch nicht fixiert habe, kann ich auch nachher so ein bisschen korrigieren. Das ist ein Lidschatten. Und da ich jetzt nicht so ordentlich arbeiten kann, mache ich erstmal so ein bisschen so. Okay, nur als Grundlage. Und jetzt nehme ich mir einen dunklen, schokoladigen Lidschattenstick und gehe damit komplett an meine Lashline. Und blende das aber nicht zu weit nach links und nach rechts. Das ist der Fehler, den ich oft mache. Nur hier im Zentrum. Nehme den Pinsel von eben und blende aus. Bei den Lidschatten-Cremesticks muss man so ein bisschen schneller arbeiten. Manche fixieren sich halt recht schnell. Manche brauchen ein bisschen länger. Da hast du ein bisschen Spiel jetzt, weil wir die Base auch noch nicht so fixiert haben. Aber der wird dann irgendwann matt und fixiert sich selber und hält dann auch gut. Und das Schöne ist, ihr habt entweder eine gute Grundlage für einen Lidschatten oder ihr tragt den einfach so. Dafür habe ich den anderen hier gleich noch, den ich euch zeigen möchte. Der blendet sich jetzt so ein bisschen aus und dann kann man einfach immer wieder ein bisschen rüber gehen und das wieder aufbauen. Das Schöne ist, es geht super, super schnell und einfach. Ich möchte es jetzt so ein bisschen alltagstauglich machen, deswegen werde ich jetzt nicht zu dunkel. Aber ihr seht es, ich bin jetzt auch gar nicht so ordentlich hier hinten am Rand. Das kann ich mir nämlich gleich ordentlich sauber machen. Blend das hier so ein bisschen nach hinten aus, nehme den Schwamm von eben
und ziehe hier hinten einfach die Kante wieder weg und kann dann hier so ein bisschen korrigieren. Deswegen mache ich das lieber gerne mit einer Foundation, wenn sie noch nicht fixiert ist. Könnt auch noch mit so einem schimmernden Stick rübergehen, den mag ich sehr gerne. Der ist der Aloe Vera Eyeshadow Stick in der Farbe Lavender Brown. Könnt ihr auch so ein bisschen auf die Hand geben und dann mit dem Finger einfach tupfen. Es ist jetzt ein bisschen glossy, deswegen nehme ich einen fluffigen Pinsel, gehe jetzt hier in das Pro Kollagen Puder von Rival Loves Me, von Rival de Loup und fixiere mein Augenlid oben rüber. Das heißt, ich fixiere gleich meinen Lidschatten und nehme so ein bisschen den Glanz weg und kann dann sehr einfach alles so ein bisschen ordentlich zaubern. Wir machen mal ein bisschen weiter. Ich nehme ein bisschen Concealer, mache jetzt mal meine Base kurz fertig und jetzt seht ihr, kann ich mit dem Concealer hier hinten die Kante super, super gut sauber machen. Was ich im Moment total gerne benutze, habe ich auch nie benutzt. Ich habe für ein Projekt habe ich ein paar Produkte aus der Drogerie gesucht. Contouring Stick von Rival Loves Me. Den habt ihr mir empfohlen. Ich habe ihn nie gesehen. Jetzt habe ich ihn. Sehr, 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 sehr gut. Ich mag ihn nicht direkt im Gesicht anwenden, sondern ich gebe mir den so ein bisschen hier auf die Hand. Extrem pigmentiert. Das ist die 02. Gibt es auch in 01. Dann ist er ein bisschen grauer. Will ich jetzt aber gar nicht zu kühl haben. Nehme mir einen Pinsel, einen flachen und setze mir das hier hin. Punktuell. Und dann nehme ich einen anderen Pinsel, ist wichtig, weil sonst wird es komisch. Und blende das hier aus. Eine schöne, natürliche Kontur. Wir machen das Make-up gleich fertig. Ne? Das ist heute ein Prozess, ihr süßen Mäuse. Auftragen. Ihr seht es, mein Wangenknochen geht eigentlich so. Aber ich ziehe ihn einfach hoch. Dann kann ich so ein bisschen das Gesicht ein bisschen schmaler schummeln. Und das ist halt jetzt das Ding. Ich mag es halt so ein bisschen fürs Pückler heute. Nehme ich den Pinsel und kann das hier in den Lidschatten und dann hier hochziehen und habe so einen richtig gelifteten Espresso-Look. Ganz, ganz wichtig, das ist wirklich sehr, 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 sehr gut. Nehmt bitte, wenn ihr Compact Powder benutzt, sowas hier, keine fluffigen Pinsel, sondern so einen festgebundenen Pinsel. Denn damit könnt ihr das Produkt richtig gut in die Haut tupfen, ohne dass ihr so rübergeht. Dann macht ihr nämlich die Textur der Foundation und eurer Haut kaputt. Und wenn ihr es nur so reintupft, hält es deutlich, deutlich länger und ihr habt ein richtig, richtig ordentliches Ergebnis. Ganz, ganz wichtig. Also es macht wirklich einen riesen, riesen Unterschied. Ich sehe ein bisschen blass ums Näschen aus, deswegen bronzen wir einmal. Und ich benutze dafür heute keinen Bronzer, sondern nochmal von Jean and Land. Ich habe die ja echt ein bisschen, war nicht so nett zu denen, aber die Produkte waren halt auch teilweise echt nicht gut. Der Blush ist ein Naturally Kissed Cheeks Blush. Der ist sehr, sehr dunkel. Und ich mag es im Moment total gerne, Blush als Bronzer zu benutzen. Es war früher total im Trend und kommt jetzt auch so langsam wieder, weil es einfach dem Gesicht nochmal eine ganz, ganz andere Struktur gibt. So ein bisschen ums Näschen herum und auch ein bisschen großzügiger. Das ist nämlich eine recht schöne, kühle Farbe, funktioniert auch super als Bronzer-Ersatz, je nachdem, welche Hautfarbe ihr habt. Das ist die Farbe, ich glaube, es gibt nur den, oder? Blush Naturally Kissed Cheeks, da mit dem Kakadu vorne drauf. Super, super gut. Ich blende mir das auch so ein bisschen in den Lidschatten mit rein. Und alles ist sehr, sehr harmonisch. Alright. Und zu guter Letzt nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Long Lasting Eyeliner. Bitte fangt an, Eyeliner als Lipliner zu benutzen. Die halten einfach so viel länger und sind natürlich auch deutlich, deutlich kühler. Passt perfekt jetzt zum Augen-Make-up. Wir machen es gleich noch fertig. Könnt ihr ihn sogar als Augenbrauenstift benutzen. Wisst ihr, was ich so schön finde an Make-up? Dass man so ein bisschen spielen kann damit. Wenn man es für sich selber macht. Ne? Also wenn man jetzt jemand anderen schminkt, würde ich es nicht unbedingt machen. Aber ich habe jetzt denselben Ton auf den Augen oder auf den Augenbrauen wie auf den Lippen. Sieht gleich schon viel harmonischer aus. Kann es hier gut ausblenden. Nehme jetzt meinen Lipgloss, habe ein schönes, frisches Ergebnis. Und auf die Augen gebe ich mir noch eine Mascara. L'Oreal Million Volume Lashes in Balm Brown. Benutze ich jeden Tag. Und habe ein ganz besonderes Make-up. Das ist vielleicht nicht für jede und jede von euch was, aber mir gefällt das super gut. Es ist so ein bisschen chocolatey, ein bisschen frischer. Ihr könnt natürlich auch noch was an den unteren Wimpernkranz machen. Aber ich finde, für den Alltag ist das eine sehr, 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 sehr gute Produktalternative. Ich bin gespannt, welche Produkte ihr vielleicht in der Drogerie gefunden habt, über die viel zu wenig geredet wird. Das sind meine auf jeden Fall. Schaut unbedingt bei Asam Beauty vorbei. Dort findet ihr ganz, ganz tolle Sachen. Beziehungsweise aktuell auch noch die Beauty Naturals. Ansonsten noch Empfehlungen. Ich verlinke euch ein paar Empfehlungen unten in der Infobox. Schaut da gerne einmal vorbei. Passt auf euch auf, ihr süßen Mäuse. Wir sehen uns Freitag wieder. Tschüss!